Was ich auch in der Präsenz sehr gerne einsetze, sind Etherpads oder Miro-Boards oder Mural oder so etwas, interaktive Whiteboards. Also Etherpads, interaktive Textumgebungen oder interaktive Whiteboards. Insbesondere in kleineren Gruppen, in seminaristischen Gruppen. Wenn ich zum Beispiel Gruppenarbeiten mache in einer Präsenzveranstaltung, dann bereite ich ein Etherpad vor, in denen Bereiche schon vorgegeben sind, in denen die einzelnen Gruppen arbeiten sollen. Dann gehen wir in die Gruppenarbeitsphasen und die Studierenden schreiben dann in ihren Gruppen ihre Ergebnisse in dieses Etherpad. Das hat den Vorteil, dass ich vorne sehen kann, welche Gruppe ist gerade wo. Das heißt, ich habe mal einen Live-View auf die Arbeitsergebnisse aller Gruppen gleichzeitig. Also ich gehe nicht irgendwie wahllos durch die Gegend, sondern ich sehe, ah, diese Gruppe hat vielleicht noch Schwierigkeiten, da gehe ich gezielt hin zu Gruppe 3. Habt ihr Probleme, kommt ihr nicht zurecht, soll ich die Aufgabe nochmal erläutern und so weiter, während ich sehe, dass andere Gruppen schon weiter sind. Die Studierenden selbst sehen die Arbeitsergebnisse der anderen Gruppen, das heißt, sie können sich auch Inspirationen holen, gucken, was machen die anderen. Ah, die anderen haben das so und so verstanden. Und am Ende der Gruppenarbeitsphasen können wir das Arbeitsergebnis einfach vorne an den Beamer werfen, das Etherpad oder Miroboard und so weiter. Und die Studierenden sehen sofort, was alle Gruppen gearbeitet haben. Und wir können dann bestimmte Ergebnisse rausgreifen und nochmal fokussieren und sagen, ah, wo hattet ihr besondere Probleme, wo gab es spezifische Fragen, was hat euch jetzt besonders überrascht an den Ergebnissen und so weiter.